Hallo und einen wunderschönen guten Abend, Tag oder was auch immer zusammen. Wir haben uns hier wieder versammelt, um etwas Neues zu lernen, beziehungsweise wenn ihr es schon vorher wusstet, dann lernt ihr wahrscheinlich nichts Neues mehr. Aber für mich kommen jetzt drei Sachen, die ich bisher nicht gewusst habe. Rico, ich filme gerade. Zum einen wäre da mein fehlendes Wissen über den Madison Square Garden. Auch wenn ich den Begriff schon einmal gehört habe, konnte ich absolut nicht zuordnen, was es ist, beziehungsweise das, was ich gedacht habe, dass es ist, war einfach falsch. Ich habe dabei nämlich einfach an einen großen Platz gedacht, wo sich Geschäfte befinden, vielleicht irgendwie so ein Naturpark, ein paar Sehenswürdigkeiten. Aber tatsächlich ist es einfach nur ein riesiges Gebäude, beziehungsweise eine Arena, sagt man in dem Größenverhältnis, wo Sportveranstaltungen stattfinden können und Konzerte und eben wofür man eine große Halle braucht, so wie zum Beispiel in Köln jetzt die Lanxess Arena, ist dieser Madison Square Garden in New York das Äquivalent dazu. Bei der letzten Modernisierung, vielleicht war es aber auch eine Neuerbauung, ich weiß es nicht. Das war 1968, wurden über 100 US, genau, über 100 US-Dollar wurden da bezahlt, aber eigentlich waren es über 100 Millionen US-Dollar. Und du kannst da bis zu 20.000 Menschen reinquetschen, je nachdem, was da für eine Veranstaltung stattfindet. Wenn es jetzt ein Eishockeyspiel ist oder ein Basketballspiel, dann kannst du auf dem Feld nicht ganz so viele Menschen platzieren. Aber wenn es ein Konzert ist, dann können da eben bis zu 20.000 Menschen rein, was schon eine gewaltige Anzahl ist. Ihr werdet sehen, ich habe aufgerüstet. Ich besitze jetzt nicht nur das Filmgerät da vorne, was eigentlich mein Haupthandy ist, sondern ich habe noch hier mein altes Handy rausgekramt, einfach um das hier vorlesen zu können, weil ich das, was ich gleich vorlesen werde, mir einfach nicht auswendig merken kann. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands. Also das ist ein bisschen lang. Wenn dich jemand fragt, wo arbeitest du, dann sagst du nicht, ich lese es nicht noch einmal vor, dann sagst du nämlich stattdessen, ich arbeite bei den fünf Wirtschaftsweisen. Bei den fünf Wirtschaftsweisen, kein Wunder, dass sie sich diesen Begriff überlegt haben statt dem anderen, handelt es sich um ein Gremium, was 1963 gegründet wurde und dort wird sich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, wie gerade die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland stattfindet, um eben jährlich ein Gutachten darüber zu geben und unseren Politikern ein wenig unter die Arme zu greifen, die Hard Facts zu liefern, wie sieht gerade die Lage aus, damit sie möglichst gut irgendwelche dubiosen Maskendeals abschließen können. Schließlich soll das Geld nicht einfach irgendwo liegen bleiben, das muss auch zu den richtigen Menschen kommen. Auf so eine Thematik als Job hätte ich persönlich gar keine Lust, also ich sehe mich da nicht irgendwie über Wirtschaft philosophieren und wissenschaftlich Fakten dahingehend zusammentragen. Aber der Begriff, die fünf Wirtschaftsweisen, also wenn du da drin sitzt, ne, dann kannst du schon ein bisschen damit angeben, Hauptsache du erzählst nicht, was du wirklich machst. Bei den bisherigen Fakten habe ich es zwar nicht genannt, aber bei diesem mache ich es, denn ich kann mich noch an die Frage erinnern, die mir dabei gestellt wurde, die ich einfach nicht beantworten konnte. Und zwar lautete sie, wo ist das Windhundrennen verboten? Und Deutschland ist eines der Länder, wo das Ganze nicht mehr gestattet ist. Übrigens ist das in der Schweiz und in Österreich ebenfalls verboten. Das hat einfach tierschutzrechtliche Hintergründe. Und was ich noch gelernt habe, ist, dass es beim Windhundrennen zwei verschiedene Modi gibt. Da hätten wir einmal das normale Rennbahnrennen, wo die Hunde im Kreis laufen. Außen an der Bahn ist ein elektronischer Hase. Früher war es, glaube ich, ein echter Hase, den die Hunde gejagt haben. Und dem laufen sie hinterher, um die Strecke in einer möglichst kurzen Zeit zu absolvieren. Und die zweite Wettkampfform ist das sogenannte Coursing. Da werden die Hunde einfach so losgelassen und sollen irgendein Tier jagen. Und der Hund mit dem besten Jagdverhalten gewinnt dann einfach das Rennen für seinen Besitzer. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass es bei uns auch verboten ist. Ihr dürft mir gerne mitteilen, ob ich euch in diesem Video etwas Neues erzählen konnte oder ob ihr bereits alles gewusst habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr Lust dazu habt. Bis dahin, macht es gut und ciao. Riku, sag mal Tschüss.